Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Thüringen Monitor, politische Kultur und Arbeitswelt in Zeiten von Polykrise und Fachkräftemangel. Ich will vielleicht was vorneweg schicken. In Zeiten, wo der Thüringen Monitor uns attestiert, dass es durchaus auch eine Vertrauenskrise gibt, bin ich schon ein klein wenig überrascht und auch ein bisschen verwundert, dass bei der Regierungserklärung nicht der Ministerpräsident hier gesprochen hat, weil für mich der Auftrag eines Thüringen Monitors oder es ist der Auftrag der Bürger an die Politik und die erwarten Antworten auf die Zukunftsfragen des Landes hier vom Pult. Land braucht Führung, braucht Orientierung, braucht Zuversicht und dass er die schon erwartet, dass das heute hier stattfindet. Vielleicht verwundert es auch nicht, dass der Vordenker der linken Regierung hier vom Pult Bilanz über die letzten 10 Jahre der Regierungsarbeit gezogen hat. Ja, er hat Bilanz gezogen, er hat für sich auch eigene Versäumnisse eingeräumt. Das ist sein gutes Recht. Ich werde auch gleich nochmal dazu reden und darauf eingehen. Aber da oben sitzen unterschiedliche Generationen dieses Landes. Da sitzen diejenigen, die dieses Land aufgebaut haben. Da sitzen diejenigen, die zukünftig dieses Land führen sollen. Die begreifen Thüringen als ihre Heimat. Und die hätten heute einen Anspruch gehabt, darüber zu hören, was eigentlich in diesem Land getan wird, damit das Leben der Menschen da oben einfacher und besser wird. Und das habe ich nicht gehört in der Regierungserklärung. Und ich will das gleich vorneweg schicken, der Thüringen Monitor, und herzlichen Dank an Frau Professor Reiser und ihr Team, die wirklich das exzellent aufgearbeitet haben. Der Einstieg bedeutet doch für uns zu rekapitulieren, in welchen Zeiten wir leben und warum es diesen Thüringen Monitor gibt. Die Schlagzeilen, die wir in diesen Tagen lesen, die lauten: anti-israelische Vorfälle in ganz Deutschland, Antisemitismus in Deutschland, Sorge vor Flächenbrand, Sicherheitsgefühl von Juden in Deutschland erschüttert, das ist wie in den 30er Jahren. Das sind Schlagzeilen der letzten 10 Tage. Warum sage ich das, wenn ich zum Thüringen Monitor rede? Weil vor fast genau 24 Jahren an diesem Tag der Anschlag auf die Erfurter Synagoge stattgefunden hat. Und das war damals der Anlass für Ministerpräsident Bernhard Vogel zu sagen, wir rufen den Thüringen Monitor ins Leben, und ich zitiere ihn: diese Tat hat Thüringen in ungewöhnlichem Maße aufgeschreckt, sagte Bernhard Vogel damals. Und er wollte etwas Neues tun, nicht nur Betroffenheit zeigen, sondern über Themen Demokratie, Rechtsextremismus und Antisemitismus sprechen. Und wie wichtig das ist, zeigt sich an den Schlagzeilen, die ich gerade zitiert habe. Es beschäftigt uns immer noch. Nicht nur in Israel, nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in den Untergangsfantasien mancher iranischer Mullah-Regime, aber natürlich eben auch hier vor Ort. Und deswegen ist für mich ein ganz klares Mantra, das nie wieder bedeutet für uns: Thüringen ist nur vollkommen, wenn Juden in unserem Freistaat sicher sind. Und das ist der Maßstab dieses Thüringen-Monitors. Und wir haben eine besondere Verantwortung in Deutschland und auch hier in Thüringen. Das betrifft besonders auch das Thema des Rechtsextremismus. Und auch wiederum, wenn wir in die Zeitungen dieser Tage schauen, dann sehen wir bei einer Partei hier im Rund, dass sie offenbar nicht verstanden hat und sich eher den autoritären Systemen zuwendet. Ein AfD-Europawahlkandidat lässt sich offenbar von Russland kaufen, der andere beschäftigt einen chinesischen Spion. Und der Thüringer Spitzenkandidat muss sich vor Gericht verantworten, weil er verfassungsfeindliche nationalsozialistische Parolen schreit. Und Herr Höcke, ich habe Ihnen das schon mal an anderer Stelle gesagt und ich wiederhole das hier gerne im Hohen Haus: wer im Buchenwald Hausverbot hat, der kann und darf nicht in Thüringen Verantwortung tragen. Sehr geehrte Damen und Herren, der Thüringen Monitor erinnert uns und zeigt aber eben auch deutlich auf, wie Unzufriedenheit sich in unserer Bevölkerung breit macht, ob dessen, was Bundesregierung, was Landesregierung leistet. Keine andere Bundesregierung hat in den vergangenen 20 Jahren einen so schlechten Wert gehabt, ist so unbeliebt gewesen wie die Ampel. Und gleichzeitig hat die Thüringer Landesregierung in den vergangenen 10 Jahren
nie derart wenig Vertrauen in der Bevölkerung genossen wie in diesem Thüringen-Monitor gemessen. Das hat Gründe, aber das sollte für Sie ein Alarmzeichen sein in der Frage, was die Menschen Ihnen ins Stammbuch schreiben. Also, wo stehen wir? Der Thüringen-Monitor, ich will ein paar Punkte rausgreifen. 80% der Thüringer merken, dass der Fachkräftemangel allgegenwärtig ist. Die Hälfte der Betriebe gibt an, Schwierigkeiten zu haben, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Aber auch hier hätte ich erwartet eine gewisse Form von Selbstreflexion, weil das wundert doch nicht. Mittlerweile verlässt jeder 10. Thüringer die Schule ohne Abschluss. Jede 10. Stunde fällt aus. Und das ist die Bilanz von Rot-Rot-Grün. Das ist das, was die jungen Menschen, die eben noch hier oben gesessen haben, tatsächlich stört. Sie wollen, dass endlich wieder Unterricht stattfindet, weil dadurch wir eben auch die Fachkräfte für die Zukunft gewinnen. Und daran versündigen sie sich. Und ich will das sagen, auch der Thüringen-Monitor zeigt, dass eine schlechte Wirtschaftspolitik zur großen Unzufriedenheit mit der Demokratie führt. Ich zitiere aus dem Thüringen-Monitor: Die Wahrnehmung eines Fachkräftemangels im Alltag führt zu einer höheren Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Funktionieren der Demokratie. Und das, obwohl die Thüringerinnen und Thüringer, gerade wenn es um die Frage von Demokratieliebe geht, sehr klar sich bekennen. 88% der Thüringerinnen und Thüringer unterstützen die Demokratie. Gleichzeitig sind sie unzufrieden damit, wie Demokratie umgesetzt wird. 45% ist der niedrigste Wert in der Regierungszeit von Rot-Rot-Grün. 30% vertrauen nur noch der Landesregierung. Das ist der schlechteste Wert seit Amtsantritt, Herr Ramelow. Und das zeigt einfach, dass die Menschen sich eine Veränderung wünschen. Die wünschen sich, dass sich in diesem Land etwas tut und dass es nicht eine dreiviertelstündige Vorlesung gibt, sondern dass es tatsächlich über ihre realen Probleme geredet wird. Und ich glaube, das ist etwas, was Zuhören, Kümmern und Machen bedeutet, nämlich einen großen Auftrag. Ich habe kürzlich hier im Rund eine Diskussion mit einer Schulklasse gehabt. Die haben gefragt, ja, Landtagswahlen stehen jetzt an. Und ich habe gesagt, das ist wie eine Bewertung, das ist eine Zeugnisausgabe für eine Regierung und auch die Frage, wem man zutraut, es besser zu können. Da haben dann manche gesagt, naja, was würden Sie denen denn für eine Note geben? Wenn ich mir den Thüringen-Monitor angucke mit den 30%, dann ist doch vollkommen klar, welche Note Sie bekommen. Das ist ungenügend. Das ist ungenügend. Weil das ist nämlich die Verteilung, die jeder Thüringer Schüler bekommen würde, wenn er so eine Zeugnisnote hätte. Aber ach, Zeugnisnoten in Thüringen, 50.000 werden nicht vergeben. Das ist auch eine Frage Ihrer Bilanz, dass eben Bildungspolitik in diesem Land nicht mehr funktioniert. Und wenn wir uns das halt alles anschauen, dann kommt das zu einem Kern. Und ich kann ich Ihnen nicht ersparen, weil Sie werden die erste Regierung sein, welche das Land in einem schlechteren Zustand übergibt, als es es ererbt hat. Und das ist etwas, das lässt sich an allen Zahlen belegen. Das lässt sich am Wirtschaftswachstum belegen, das lässt sich an der Bildungspolitik belegen, das lässt sich an der Infrastruktur belegen. Und das merken die Menschen. Und deswegen schreiben sie ihm ins Stammbuch, dass sie nur noch 30% Vertrauen genießen. Und ich meine, das ist die Alarmglocke. Deswegen diskutieren wir das heute hier. Und ich bin durchaus dankbar, dass Herr Hoff dann doch heute die Regierungserklärung gehalten hat, weil er schrieb in seinem Buch immer von der Partei des neuen Typus. Er schrieb davon, dass Thüringen... Oh Gott, ey. Sie können sich ja gerne für den Thüringer Landtag aufstellen lassen. Sie können dann auch gerne Abgeordneter werden. Aber noch sitzen Sie auf der Regierungsbank. Und ich glaube, das sollte Ihnen klar sein, dass es da auch um Mäßigung geht. Aber ich habe Ihr Buch gelesen, Herr Hoff. Und wenn ich mir das anschaue, dann ist am Kern Thüringen zum Experiment für Sie geworden. Sie sprachen gerade davon, unsere Heimat. Wenn es Ihre Heimat wäre, wie für alle anderen Minister auch, dann würden Sie tatsächlich das hier auch als Ihre Heimat begreifen und nicht am Wochenende wieder aus Thüringen wegpendeln. Das ist doch auch die Wahrheit, die es gibt. Kinder, verdammte Angst. Ja, das ist... So Familie. Ich respektiere... Ich fand nicht wichtig, dass es Familie und Kinder... Herr Hoff. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf... Herr Minister, ich bitte Sie wirklich um Mäßigung. Herr Abgeordneter Vogt hat das Wort. Und das und geht an alle. Ich sage Ihnen das ganz simpel. Das ist etwas, was... Für Sie ist Thüringen ein Experiment gewesen. Im Rückspiegel wird man die Veränderung sehen. Aber tatsächlich, und das ist das, was, ich sag mal,
philosophisch bei Ihnen nicht mehr passt. Sie leben in einer Welt, die hat vielleicht mal vor 30, vor 40 Jahren existiert. Sie wenden Kategorien an, die für die Modernität dieses Landes nicht mehr passen. Wer immer in den gleichen Kategorien denkt, der ist blind für die Möglichkeiten, die dieses Land bietet. Marcel Proust hat das mal sehr, sehr schön formuliert. Er hat geschrieben, die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, dass man nach neuen Landschaften sucht, nach neuen Experimenten, sondern dass man mit neuen Augen die eigene Landschaft sieht. Und Sie sehen nicht die Veränderungen, die in Thüringen vonstatten gehen. Sie haben dafür keine Antworten. Sie sind zukunftsblind für das, was dieses Land braucht. Und deswegen gehören Sie abgehört, weil Sie kein Konzept davon haben, wie dieses Land geführt werden muss. Und ich will Ihnen das sagen, die Thüringer, die Thüringerinnen und Thüringer, die sind Erfinder des Fortschritts. Die sind etwas, was... Ja... Ja, ist. Drei Sätze, drei Minuten. Wir haben Ihren Minister ausreden lassen, aber ich merke an der Nervosität, die in Ihnen steckt, dass Sie sich getroffen fühlen. Ja, wir machen es ganz praktisch, weil der Thüringen-Monitor wird ja heute hier diskutiert. Und das Hauptthema des Thüringen-Monitors war Digitalisierung. So, und wissen Sie, wenn man sich für die Zukunft vorbereiten würde, dann würde man anerkennen, dass Thüringen im Altersdurchschnitt das zweitälteste Bundesland ist. Dann würde man manche Fragen, die im Thüringen gestellt werden, mutiger, klarer und vor allen Dingen auch zukunftsoffen beantworten. Haben Sie sich über die Frage gekümmert, dass wir in der medizinischen Versorgung eine flächendeckende Versorgung haben? Nein, das haben Sie nicht gemacht. Haben Sie sich in der Frage gekümmert, wie muss eine moderne Infrastruktur aufgestellt sein in einem Land, das überwiegend ländlich geprägt ist? Haben Sie es gemacht? Nein. Sie haben die Finanzierungsströme so verändert, dass die Menschen sich dort abgehängt fühlen. Haben Sie im letzten Thüringen-Monitor ein Stammbuch geschrieben bekommen? Und jetzt geht es um Digitalisierung, um die Frage der Modernität dieses Landes. Wissen Sie, was Ihnen die Leute da ins Stammbuch schreiben? Wir sind digitalisierungsbejahend, aber wir stellen fest, dass es nicht funktioniert. Und oh Wunder, die Bitkom-Studie von vor 10 Tagen schreibt es Ihnen ins Stammbuch. Thüringen ist rote Laterne in der Digitalisierung und die Menschen im Thüringen-Monitor empfinden das genauso. Das ist die Frage von Zukunft und Modernität, die Sie nicht geregelt bekommen haben, warum Sie abgewählt gehören, weil Sie sich an der Zukunft dieses Landes eben vergehen. Und das ist etwas, was Digitalisierung zeigt. Nein, ich sage es Ihnen ganz konkret, 87% der Thüringerinnen und Thüringer wünschen sich eine stärkere Digitalisierung der Verwaltung. Jetzt schauen wir uns mal an, wo Thüringen in der Umsetzung des OZG steht. Dann stellen wir fest, der Zuständige ist nicht mal da heute hier in der Diskussion, dann stellen wir eben fest, dass die Digitalisierung in Thüringen in der Verwaltung misslungen ist. Sie werden alleine gelassen. Gehen Sie in die Kommunen, gehen Sie nach Barchfeld-Immelborn und hören sich da mal um. Das Spannende ist, dass Sie Barchfeld-Immelborn aufgerufen haben. Da gibt es mittlerweile keine linke Fraktion mehr, weil die alle zur BSW übergetreten sind. Das ist doch die Realität in dem Ort. Deswegen kann ich Ihnen nur sagen, das ist doch das Reale. Na, Sie müssen lachen, weil ich recht habe, Herr Bieler. Also insofern sage ich Ihnen was ganz Simples. Digitalisierung ist ein Ausweis für die Frage, wie wir Modernität in diesem Land definieren. Und die verwehren Sie. Lahmes Internet, Funklöcher, die Frage digitale Verwaltung, das sind doch alles Fehlanzeige. Ich habe mit dem zuständigen CEO da schon drüber lange gestritten. Wenn Sie sich die Werte angucken, werden Sie ganz simpel feststellen, in jeder bundesweiten Benchmark-Studie ist Thüringen mittlerweile auf dem letzten Platz. Das ist die Realität bei Digitalisierung in Thüringen. So, und jetzt, ich kann es Ihnen referieren, Ländervergleich, Bitkom 24, schwarz auf weiß. Thüringen bekommt 49,6 Punkte, mit Abstand letzter Platz in der Digitalisierung. Und wissen Sie, was der zuständige Bitkom-Präsident dazu sagt? Bei Thüringen, Zitat, bei Thüringen stellt sich die Frage, ob der politische Wille zur Digitalisierung ausgeprägt genug ist, um im Mittelfeld mitzuspielen. Verzeihung, das ist nicht unsere Benchmark, das ist nicht unser Anspruch. Thüringen war mal Spitzenland. Jetzt wird uns in bundesweiten Studien noch bescheinigt, ob wir den politischen Willen haben, ins Mittelfeld aufzurücken. Das kann doch nicht Anspruch dieses Landes sein. Und
damit das hier keine abstrakte Debatte ist, das hat was mit Lebenswirklichkeit in diesem Land zu tun. Wir reden über Telemedizin, wir reden über solche Fragen. Aber wenn nicht mal Hochgeschwindigkeits-Internet anliegt, ja, was passiert denn dann? Dann wird der ländliche Raum abgekoppelt. Wir reden darüber, dass wir Kontakte in die öffentliche Verwaltung per Applikation möglich machen, dass wir auch aus kleinen Dörfern dort Kontakte aufnehmen. Das wird nicht funktionieren, das, was Sie hier vorleben. Wir werden noch innerhalb der nächsten 5 Jahre erleben, dass stationäre Apotheken mit Drohnen in die kleinen Dörfer Medikamente liefern. All das wird bei Ihnen nicht diskutiert, das sehen Sie gar nicht. Oder dass KI-Analytik von Bauanträgen stattfindet, damit wir die Fachkräfte unterstützen können, die die Bauanträge in den Problemfällen sich anschauen, aber dadurch gleichzeitig die Verfahrensdauern verkürzen, weil Thüringen eben mittlerweile auch Bürokratiemeister in Deutschland geworden ist. Das sind alles reale Lebensbezüge, die die Menschen dieses Landes sich wünschen, die sie Ihnen im Thüringen-Monitor zeigen und die Sie einfach nicht gelöst bekommen haben in 10 Jahren. Und ich kann Ihnen das sagen, das ist die Frage dieses Thüringen-Monitors, dass Ihnen einfach die Ideen und die Kraft dazu fehlt. Und das habe ich heute wieder in den Ausführungen von Herrn Hauff gehört, wo eigentlich das Zukunftsbild dieses Landes ist. Und die Digitalisierung des Thüringen-Monitors, ich kann Sie nur bitten, das haben Sie einen gewissen Demut vor den Ergebnissen, die der Thüringen-Monitor Ihnen ins Stammbuch schreibt, weil Sie sind dafür verantwortlich und sollten sich damit auch auseinandersetzen. Der Thüringen-Monitor thematisiert noch einen weiteren Aspekt, nämlich die Frage der privaten Mediennutzung und Fake News. Ich will das schon sagen, das ist eine Frage, die uns gemeinsam beschäftigen sollte. 4 von 5 Befragten sind unsicher, ob die Informationen aus den sozialen Medien Falschinformationen sind. Dieser Trend wundert nicht. Fake News, alternative Fakten sind schon lange Kreise und Debatten, die Feinde der Demokratie sind und unsere demokratischen Institutionen schwächen. Und deshalb ist es eben auch Zeit, dort für Anstand zu sorgen, weil es zur Demokratiezersetzung führt. Wie aber schützen wir die Demokratie im Bereich von Social Media? Da gibt es sicherlich 5 Hebel. Idealerweise sollte man sich über die Frage eines Bot-Verbotes verständigen, damit eben die Nutzung gefälschter Profile eine Straftat ist. Es geht auch um die Frage einer Klarnamenpflicht, weil Meinungsfreiheit nicht hinter Pseudonym versteckt werden soll. Es geht auch um die Frage, dass wir verwirkbare Social-Media-Lizenzen für jeden Nutzer schaffen sollten, damit eben auch Gefährder im Netz nichts verloren haben. Es wird uns beschäftigen müssen, wie wir Algorithmen einhegen, damit wir die Meinungsvielfalt auch in sozialen Netzwerken beleben. Und es geht um eine stärkere Medienkompetenz. All das wird uns im Thüringen-Monitor an unterschiedlichen Stellen sichtbar gemacht. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass Thüringen nicht nur ein Land einer funktionierenden digitalen Infrastruktur, klaren Lösungskonzepten für unsere Bürger bedeutet, sondern eben auch auf die veränderte politische und auch tatsächliche Kommunikation im digitalen Raum achten. All das zusammen führt dazu, dass Blasen platzen und Echokammern sich wieder öffnen. Und das schützt unsere Demokratie. Na, in Crossen ist doch die Leitung vernünftig, oder, Kollege? Also, dieser Thüringen-Monitor ist kein Wohlfühlpapier, sondern ein Auftrag der Bürger. Die Menschen erwarten endlich eine Regierung, die ihre Probleme löst. Da tauchen Themen auf wie Verwaltungsstrukturreform, versumpft, Krankenhausplanung ist effektiv nur noch Sterbebegleitung. Bodycams, die dieses Haus beschlossen hat, sind nicht zu sehen. Wasserstoffmodellregion Schwarzwaldtal auf dem Abstellgleis, Solaranlagen auf Landesflächen Dunkelfeld, Migrationsprobleme nicht gelöst, Unterrichtsausfall. All das wird Ihnen ins Stammbuch geschrieben. Das ist der Thüringen-Monitor, auf den wir blicken. Und deswegen ist die Kluft zwischen dem Ausmaß der Probleme, die die Menschen empfinden, die hier sitzen, die das Öffentliche uns in Gesprächen näher bringen und die kläglichen Resultate der Landespolitik im Thüringen-Monitor tatsächlich auch greifbar. Und die Diskrepanz zwischen einer Politik, die nötig ist, und einer Politik, die wir brauchen und die hier gemacht wird von der Landesregierung, die ist letztlich etwas, was viele kritisieren in diesem Thüringen-Monitor. Und deswegen ist der Anspruch, um den es gehen muss, wie entfesseln wir die Wirtschaft und schaffen wieder mehr Wohlstand in diesem Land? 10 Jahre in Folge ist das Wirtschaftswachstum Thüringens hinter dem Schnitt der 9 Bundesländer geblieben. Das heißt, dass wir nicht nur gegenüber dem Westen nicht aufholen, sondern wir fallen auch noch gegenüber dem Osten zurück. Und wenn Sie über die Frage von Entlohnung und Bezahlung reden, Herr Minister Hoff, dann sage ich Ihnen etwas ganz klar. Das kann man ausrechnen.
Dadurch, dass sie durch mehr Bürokratie, durch eine höhere Belastung unserer Wirtschaft zu einem schwächeren Wirtschaftswachstum geführt haben, ist den Thüringer mittelständischen Unternehmen, Handwerksbetrieben und damit auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern insgesamt 15 Milliarden Euro entgangen. Weil wenn wir dasselbe Wirtschaftswachstum aller ostdeutschen Länder einfach in Thüringen gehabt hätten in den letzten 10 Jahren, dann hätten die Menschen 15 Milliarden Euro mehr im Portemonnaie gehabt. Und das ist das, was CDU-Politik wieder bedeuten wird. Dass eine Wirtschaft wächst, dass die Freiheit bekommt, dass Bürokratie runtergeht, dass Genehmigungsfristen runterkommen, dass Unternehmenssteuern runtergehen und dass der Wohlstand wieder raufgeht. Das ist Politik, weil dadurch haben Menschen wieder mehr im Portemonnaie. Wir müssen uns um die einfachen Leute kümmern und nicht um Ideologieprojekte, wie sie es tun. Und das ist, ja, das steht in Thüringen Monitor, können Sie sich in aller Ruhe angucken. Das steht übrigens auch die Frage, dass die Menschen sich ärgern darüber, dass Bildung nicht mehr Chefsache ist. Thüringen war mal mit Sachsen und Bayern Spitze in der Bildung. Mittlerweile fällt jede 10. Stunde aus in Thüringen. Die Anzahl der Lehrer im Verhältnis zu 2014 ist weniger und die Anzahl der Schüler ist gestiegen. Das führt dazu, dass Realunterricht in Thüringen jeden Tag ausfällt. Und als Familienvater, mich kraust das einfach, dass Kinder nicht die Chance haben, vernünftigen Unterricht zu bekommen. Das müsste eigentlich ihr Hauptjob sein. So, und darum wird sich nicht gekümmert. Das ist ein Riesenthema. Da wird darüber diskutiert, dass man in Kunst, Musik und in Sport Noten abschafft. 50.000 Noten werden in Thüringen nicht gegeben. Das ist die Realität ihrer Bildungspolitik. Und das ärgert die Menschen, das nervt die und das führt zu Demokratieunzufriedenheit. Und dann gibt es das dritte Thema, die Frage von gleichwertigen Lebensbedingungen in Stadt und Land. Das ist einer der Gründe, warum wir auch in der Verfassungsreform auf diesen Punkt des Staatsziels gedrungen haben, weil wir eine Sache ganz klar wollen. Wir wollen, dass, wenn das Land Standards setzt, wenn es bestellt, tatsächlich eben auch mitbezahlt, weil viele Gemeinden gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Haushalte zusammenkriegen. Wir stehen 1,5 Monate vor den Kommunalwahlen. Gehen Sie doch mal rein zu den Bürgermeistern. Es ist vollkommen egal, welches politische Parteibuch die haben. Die werden Ihnen alles Gleiche erzählen. Das Land setzt die Standards hoch, die Landesregierung setzt die Standards hoch, liefert das Geld nicht mit, blutet die aus. Und da haben die keine Lust mehr, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das ist die Realität. Deswegen kleine Gemeindenprogramme, deswegen Feuerwehrpauschale, deswegen die Initiativen auch im medizinischen Bereich, damit der ländliche Raum lebt und damit die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen zwischen Stadt und Land auch gegeben ist. Ja, Sie haben aber auch noch nie so viele Aufgaben gehabt, Kollege Bieley. Sie können das gerne mal laut sagen. Gehen Sie mal doch mit, setzen Sie sich doch einfach mal hin. Erzählen Sie das. Sie kandidieren doch jetzt für eine kommunale verantwortliche Position. Erzählen Sie das mal den Gemeinden vor Ort. Wenn Sie sich ehrlich machen, dann werden die Ihnen genau das Gleiche erzählen. Die werden sagen, wisst ihr was? Ihr schraubt an jedem Schlüssel jedes Jahr aufs Neue und ihr lasst uns alleine. Und das ist die Realität, mit dem Sie es zu tun haben. Und es ist doch Pinocchio-Mentalität von Ihnen. Kann genügend Beispiele nennen. Kann genügend Beispiele nennen. Herr Dittes. Das beginnt schon allein bei der Frage, gucken Sie sich einfach mal, wir werden das Kindergartengesetz diskutieren. Ist Ihnen wichtig? Ist Ihnen wichtig? Mir ist es genauso wichtig. Ich habe 125 Kindergärten in diesem Land besucht. Ich habe mir das genau angeguckt. Und wissen Sie, was die Realität ist? Jeder einzelne Kindergarten sagt, wir wollen eine Qualitätsverbesserung im Schlüssel. Ja, und ja, sehr in Ordnung. Aber jetzt gucken Sie sich mal an, wie der Landeszuschuss sich entwickelt hat. Sie haben ein beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt. Das ist ein sehr gutes Zielfoto. Aber Sie haben die Finanzierung nicht mitgeliefert. Das führt dazu, dass die kleinen Gemeinden heutzutage den Kindergarten mittlerweile sich schwerlich noch leisten können, obwohl die das gerne wollen, weil es um ihre Kinder geht. Das ist die Realität. Der Landeszuschuss hat sich nicht entwickelt. Doch, gucken Sie es an. Die bluten die Gemeinden aus. Ich kann es noch weitergehen. Im Feuerwehrbereich. Sie schrauben die Standards hoch und liefern das Geld nicht mit. Sie schrauben am kommunalen Finanzausgleich, drehen den Schlüssel so hoch, dass die kleinen Gemeinden kein Geld mehr bekommen. Und das führt dazu, dass die Grundbedürfnisse nicht mehr gewährleistet sein können. Das ist doch absurd. Ja, natürlich. Ja. Ich gebe Ihnen noch ein konkretes Beispiel. Es gibt 110 kommunale Förderprogramme.
Und mittlerweile ist ja, mittlerweile haben wir uns ja die kommunalen Förderprogramme sehr genau angeguckt. Und wissen Sie, was da die Realität ist? Sie haben Förderprogramme entwickelt. Da fließen vom Fördereuro 72 Cent in die Verwaltung des Programms. Dass sich da keiner mehr drauf bewirbt, dass die Leute sehen, dass das überbürokratisch ist, das ist die Realität in diesem Land. Und die Menschen wünschen sich mehr Freiheit, mehr Vertrauen, weil der Grundbestandteil, der Kern, der sich unterscheidet, besteht darin, dass wir den Menschen da vertrauen, die Entscheidung richtig zu treffen, statt am Gängelband des Landes zu sein. Und das ist der Unterschied. Deswegen wird es mit uns eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs geben. Und das zusammengenommen, das zeigt Ihnen alles der Thüringen-Monitor. Ich könnte noch viele andere Punkte aufgreifen. Aber in der Grundsubstanz geht es um eine ganz simple Frage. Die Menschen schreiben Ihnen ins Stammbuch, dass sie mit der Demokratie zufrieden sind, aber mit der Leistungsfähigkeit, mit der Unterstützung und mit der Performance dieser Landesregierung massiv unzufrieden. 2 von 3 Thüringern sagen, es ist genug. Weil nichts anderes heißt das, dass wir kein Vertrauen mehr haben. Und die wünschen sich, dass es wieder um Hoffnung in diesem Land geht. Die wünschen sich, dass es um Zuversicht, um Führung geht. Die wünschen sich, dass ein Arbeitswilliger eine Stelle finden kann, wo er seinen Lebensunterhalt auch mit verdienen kann. Die wünschen sich, dass die Kinder eine gute Ausbildung erhalten. Die wünschen sich, dass Studieren nicht vom Geldbeutel abhängt. Die wünschen sich, dass Kriminelle tatsächlich auch wirksam bekämpft werden. Die wünschen sich, dass saubere Luft und Natur für unsere Kinder da ist. Die wünschen sich, dass man im Leben würdevoll alt werden kann und tatsächlich auch vor Ort man gesund zu Hause alt werden kann. Die wünschen sich, dass sie mit ihrer eigenen Anstrengung ihre Themen angehen können, ohne dass der Staat sich einmischt. Das ist die Grundfrage dieses Landes. Die wollen, dass die kleinen und großen Probleme gelöst werden und nicht eine ideologische Politik dominiert. Und wenn Sie sich anschauen, Thüringen ist immer dann stark gewesen, wenn wir den Menschen vertraut haben. Die Frage, dass in Thüringen der erste Kindergarten entstanden ist, dass das erste Planetarium gebaut worden ist, dass heutzutage kein einziges Raumschiff der Erde ohne Thüringer Technologie andockt, zeigt doch, dass die Menschen, dieses Landes sehr viel stärker sind als das und als wie sie regiert werden. Und ich glaube, der Thüringen-Monitor sollte für uns alle mit Demut gelesen, aber vor allen Dingen nach vorne gedacht werden. Und ich würde mir wünschen, dass Sie demütiger mit den 10 Jahren umgehen, die Ihnen vielleicht im Stammbuch stehen haben werden, dass Sie sich stets bemüht haben. Aber das reicht für ein Land in der Veränderung nicht aus und es reicht vor allen Dingen für die Zukunft, die die Bürger dieses Landes verdient haben, garantiert nicht. Schönen Dank.